Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SMB Gaiden. In der letzten Folge haben wir das Secret Exit von diesem einen Level gemacht und haben uns dann auch nochmal den, ja quasi jetzt den dritten Weg angeschaut. Und das war spontan nicht so geil, der Hauptweg scheint jetzt auch sehr, sehr bewässert zu sein. Dementsprechend nehmen wir erstmal den anderen Weg, den wir doch haben. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt, ich habe noch keine Pause gemacht, aber vielleicht habt ihr es ja jetzt gemacht. Ich glaube, Melatonin war das, was man kriegt, wenn man nachts schläft, ne? Und Dopamin ist halt einfach Glücksgefühle und so weiter. Den ganzen guten Scheiß, wenn man sich irgendwie Freude im Leben bereiten kann, welches unter anderem hier bei SMB Gaiden dadurch entstehen kann, dass man Level eigentlich schafft, und das wirkt auf jeden Fall spontan sehr angenehm. Dann wiederum, da war gerade ein Hammerbruder, ne? Den ich da spontan getötet habe. Und diese roten Pflanzen, die haben wir ja beim letzten Mal auch leider Gottes sehen müssen, vielleicht sogar auch kennenlernen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das erste Mal war. Das Problem bei denen ist, dass die A schneller rauskommen und B generell drauf scheißen, wenn du auf dem Rohr bist. Die sagen sich dann so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber da fällt mir gerade ein, dass ich natürlich am Ende der letzten Folge, da habe ich so ein bisschen Schaden genommen, weil ich dachte, ich könnte so einen Drehsprung auf diese Feuerkugel machen. Ne? Guck mal, ein Hinweis. Below that surface may harbor riches most bountiful, maintain an open eye and you will surely be rewarded for your efforts. Okay, also ich soll die Augen aufhalten, hier gibt's krasse Schätze, und wenn ich mir die Mühe gebe, die Mühe mache, dann werde ich reichlich belohnt werden. Hat er mir jetzt gesagt, ich soll runterfallen? Habe ich das richtig verstanden? Hör auf, hier in meiner Gegenwart Ball zu spielen, du dummer Wichser. So, bin mir nicht sicher, will hier nichts riskieren. Ja, es wäre gut, wenn man da einen Drehsprung macht. Ach, der kommt ja näher. Ich kann mir das vorstellen, dass er sich das so gedacht hat, dass man da einen Drehsprung macht. Da unter ihm geht. Er geht nach vorne und dann kann man ihn töten. So oder so haben wir ja glücklicherweise jetzt hier den Mittelpunkt erreicht. Das bedeutet, wir haben... Schieß mal nach oben. Funktioniert nicht. Warte, stelle ich mich hier hin? Aber er ist nicht im Bild. Wie waren die Tasten nochmal für... Irgendwie konnte man ja die Kamera nach rechts bewegen. Von allen Möglichkeiten. Wisst ihr, da hätte ich doch lieber da den Schaden nehmen sollen. Da wäre ich halt klein gewesen, aber ich hätte halt weiterspielen können, ne? Okay. Ja, wie gesagt, das... was auch immer er da gemeint hat. Ich sollte es mir nochmal durchlesen, glaube ich. Ich meine, es kann ja durchaus sein, so verkorkst, so verkackt wie dieser Hack ist, mit deiner Psyche spielt, kann es ja schon sein, dass man da irgendwo dann in ein neues Areal kommt, wo es dann 50 Leben gibt oder so. So nach dem Motto, hey, ich gehe davon aus, dass du die ganze Zeit am Stück spielst und noch nicht gestorben bist. Hier hast du deine 50 Leben. Oh nee, ja, ich hab's vergessen. Wahrscheinlich muss ich dann für die auch nochmal so ein bisschen was machen. So wie gesagt, wir gehen da nochmal rein. Below the surface may harbor riches most bound in open eye and you will surely... Naja, wie gesagt, irgendwo soll so eine Stelle sein, die mir das signalisiert, und dann kann ich wahrscheinlich hier irgendwo runterfallen. Vielleicht mache ich das auch einfach mal hier. Ja. Oh. Habe ich jetzt gemacht? War tatsächlich nicht so geil, muss ich sagen. Das ist ja doof. Das ist ja echt, echt doof. Dann weiß ich nicht weiter, Leute. Fürs Erste müssen wir das erstmal so stehen lassen und uns hier mal so ein bisschen den Pilz gönnen und da definitiv keinen aber ja, das ist schon so getimt, dass du da so ein bisschen riskanten Sprung machen musst. Und waren wir denn hier schon mal? Ach, hier ist kein unsichtbarer Block. Gut, nur dann kommt es mir ja so fast vor, als müsste man hier lang gehen. Below the surface, below the surface. Ja, das geht auch nicht. Na klar. Na klar, jetzt geh doch mal da rein, Junge, ey. Und wenn ich jetzt nach links gehe... Oh, oh, oh. 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 Springt der auch mal? Okay, wir resetten den mal. Hat nichts gebracht. So, ich mach das jetzt hier mal, ja. Ja, ja. So hat er sich das nämlich...
gedacht. Ja, kurz vor dem Mittelpunkt gestorben. Das heißt, das Leben bringt mir nicht viel. Aber okay, kann man ja dann logischerweise dementsprechend mal einsammeln. Damit der Mittelpunkt so minimal seine Daseinsberechtigung hat. Gibt's hier noch was? Nee. Wie gesagt, wenn man natürlich die Yoshi-Coins einsammeln würde und so, dann... Aber es ist... Das ist mir dann doch wieder so ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Wenn man erstmal damit anfängt, kann man nicht aufhören und dann sterbe ich wahrscheinlich wegen denen noch 100 Mal, oder? Wobei, ja, das, hier ist es... Also ich kann mich, wie gesagt, bis jetzt nicht daran erinnern, dass irgendein Yoshi-Coin wirklich böse platziert war. Wäre der zweite gewesen. Zweite Yoshi-Coin. So, haha. Und hier haben wir dann endlich... Ach, guck. Habt ihr gesehen, wie sich der Kopf herum bewegt hat? Jetzt ist er im Bild. So, du kleiner Hurensohn. Dann komme ich nämlich so darüber. Das war nämlich die... Oh nein, Disco-Chell, die Taktik. Oh nein. Das... Oh, wir... Ich wollte schon sagen, da kann man doch einen Drehsprung machen. Wie er... Alter, diese... Diese Psychologie dahinter ist so bemerkenswert. Wie er einfach genau das erreicht hat. Oh, okay. Suchen Sie sich jetzt Ihren Todesweg aus. Wie er genau das erreicht hat, was er erreichen wollte. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schneller gewesen. Aber ist okay. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein Leben. Alter, ey. Sehr, sehr respektabel. So, da. Naja, nee. Wie gesagt, wir wollen den ja schon im Bild lassen. Damit wir da rüberkommen können. Und du gehst... Ja, kannst einfach runter, oder? Was? Nee, Moment. So. Nein, der ist ja... Der ist ja immer... Nee, Moment. Das... Ich hatte doch aber vorhin... Ich hatte den doch vorhin penetriert, oder? Oder war ich da groß? Nee, ich war da schon klein. Keine Ahnung, was hier schon wieder abgeht, aber naja. Nichtsdestotrotz... Es ist auf jeden Fall das Level, welches ich weiter, danke Leck, studieren möchte. Denn es erscheint mir von allen am machbarsten. Wahrscheinlich liegt das in erster Linie darin, dass es kein Wasserlevel ist. Und ich möchte jetzt nicht diese Wasserlevel sind scheiße Thematik wieder aufwühlen. Ich finde Wasserlevel okay, nur es sind halt schwere Wasserlevel. Das ist so das Problem. Das ist mein Problem liegt jetzt nicht darin, dass es halt Wasserlevel sind, sondern es sind halt schwere. Diese ganzen Cheap-Cheeps und so weiter, wie lange man wohl ja, dafür zum Studieren braucht. Aber immerhin kriege ich hier... Ja, das Ding ist, wenn ich da... Ganz ehrlich, das war ein super Deal, weil wenn ich da als großer Mario durchgelaufen wäre, hätte ich ja nichts davon gehabt. Von daher, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und das möchte ich jetzt hier nochmal testen. Guck, das geht doch. Huh. Vielleicht habe ich als kleiner Mario nur eine 50-50 Chance oder so. Kann ich ihn damit töten? Nee. Komm. Bam, 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 bam. Perfekt. Und mit dieser schönen Feuerblume kann ich jetzt hier natürlich sehr, sehr viel erreichen. Wie unter anderem mich hier einfach... Hui! Nee, Moment, das ist ja ein roter. Das ist doch ein roter. Aber das ist... Ja, scheiß drauf. Ich will jetzt wissen, was hier hinten ist. Nämlich fast das Ziel. So gut wie das Moment. Das ist aber jetzt nicht so geil. Ah, wenn ich den Sprung verkackt hätte, ne? Es ist auch verdammt gutes Level-Charakterdesign. Dass du siehst, okay, die sind rot. Ja, die sind fucking rot. Also weißt du Bescheid? Ja, das ist so auch auf die kleinen Dinge muss man da wirklich achten. Oh, scheiße, schon wieder ein Schloss. Ja, ich glaube, unsere Reise wird hier vielleicht gegebenenfalls wieder einen etwas längeren Boxenstopp einnehmen müssen. Da dies ein Schloss. Ich weiß, es ist ein kleines Schloss. Ich glaube, das erste, wo wir hier Probleme hatten, das war halt ein Schloss. Also Fortress. Ist Fortress nicht auch ein Wort für Schloss? Das ist auf jeden Fall ein kleines Schloss. Von daher, naja, wir werden es versuchen und dann schauen wir mal, wie es wird. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.